Also, es gibt einen Jungen und der Name des Jungen ist Hans. Hans ist 12 Jahre alt, aber er hat 5 Ehefrauen. Seine 5 Frauen sind Nummer 1 Taylor Swift, Nummer 2 die Schwester von Borat und die immer geschrien hat, du kriegst mich nie, du kriegst mich nie, aber doch, Hans hat sie am Ende doch gekriegt. Nummer 3 ist Shakira. Nummer 4 ist Kendall Jenner und Nummer 5 ist Energizer Bunny. Wow, das stimmt, seine fünfte Frau hat so viel Energie, seit sie ein kleines Mädchen war, dass man ihr den Namen Energizer Bunny gab. Der Grund, warum Hans 5 Frauen hat, ist, dass er ursprünglich aus Pakistan kommt. Naja, in Pakistan ist es normal, dass junge Männer 5 oder sogar mehr Frauen haben. Also, ich denke, ist es normal? Ich weiß es nicht. Hans' Lieblingsfrau ist Energizer Bunny. Sie ist seine Lieblingsfrau, weil der Energizer Bunny ein Flugzeug hat. Ja, doch, sie hat eine Boeing 007, weil sie auch mit James Bond befreundet ist. Sie ist Pilotin bei der Fluggesellschaft Bond und Bunny Airlines Switzerland. Energizer Bunny war früher Flugbegleiterin, aber jetzt, sie ist eine Flugkapitänin. Wenn Bunny fliegt, sie macht so viele Dinge gleichzeitig. Bunny fliegt mit der einen Hand und mit der anderen Hand bereitet sie italienische Ameisen-Lasagne. Ja, es ist unglaublich, aber so ist es. Und sie kocht auch Kaffee gleichzeitig. Bunny trinkt jeden Tag 500 Tassen Kaffee. Sie ist süchtig, weil Bunny hat einen Co-Piloten. Ihr Co-Pilot ist natürlich ihr guter Freund James Bond. Aber Bunny verbietet Bond, Kaffee zu trinken, weil sie glaubt, dass er dann sehr gestresst und weniger cool wird. Und Bond muss für seinen Job cool sein, natürlich. Also, bereitet Bunny einen Martini für Bond zu, aber manchmal trinkt Bond ihn nicht. Er schmeißt ihn aus dem Fenster, wenn Bunny nicht hinsieht, wenn sie nicht hinsieht. Und er trinkt Kaffee. Aber Bunny will nicht, dass Bond Kaffee trinkt. Denn Bunny ist süchtig nach Kaffee. Und sie glaubt, dass Bond grau, wenn er zu viel Kaffee trinkt, genau wie ihr anderer Freund George Clooney, der jetzt Espressomaschine verkauft, weil er keinen Job in Hollywood bekommt. Weil er zu grau ist und ständig vom Kaffee gestresst wird. Ja, so ist es. Was kann man machen? Was kann man tun? Letztes Jahr hat Bunny George Clooney sogar ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Ja, ein Buch mit dem Titel Wie man aufhört, Kaffee zu trinken. Wie man aufhört, Kaffee zu trinken. Aber es hat nicht geholfen. Der arme George Clooney kann nicht aufhören, Kaffee zu trinken, weil er jeden Tag 1000 Kaffeekapseln von der Firma bekommt, in der er arbeitet. Und das ist der Grund, warum Bunny nicht will, dass auch Bond kaffeesüchtig wird. Aber das Problem ist, dass Bond Kaffee trinkt, wenn Bunny nicht hinschaut, wenn sie nicht hinschaut. Und ja, was soll man machen? Er trinkt Kaffee im Badezimmer der Mini-Giraffe. Ja, es gibt eine Mini-Giraffentoilette im Flugzeug. Ja, unglaublich. Aber Bunny hat den Verdacht, sie hat den Verdacht, dass Bond im Flugzeug Kaffee trinkt, denn Bunny riecht. Sie riecht seinen Atem und der riecht nach Kaffee. Sehr stark. Und sie fragt Bond danach. Aber Bond lügt. Er sagt, sein Atem rieche wieder von Espresso Martinis ohne Koffein. Aber Bunny weiß also nicht, dass Bond einen echten Kaffee trinkt. Aber eines Tages gibt es keinen Kaffee mehr im Flugzeug. Der Kaffee im Flugzeug ist einfach so plötzlich ausgegangen. Es gibt keinen Kaffee mehr.
weil Bond die Hälfte davon getrunken hat. Der Energizer Bunny hat also keine Energie mehr, um ein Flugzeug zu fliegen, weil sie heute nur 250 Espresso getrunken hat. Aber Bunny weiß, dass es ein Starbucks-Raumschiff namens Star Sucks 123 gibt. Ja, Star Sucks 123 gibt. Die Besitzer von Starbucks wollten es eigentlich Starbucks 123 nennen, aber die Marketingabteilung hat einen großen Fehler gemacht. Und jetzt heißt das Raumschiff von Starbucks Star Sucks 123. Ja, so ist es. Das macht aber nichts. Es ist ein Starbucks im Weltraum und Bunny weiß, dass sie dort mehr Kaffee bekommen kann. Okay, also öffnet Bunny das Fenster in ihrem Flugzeug und schreit über den ganzen Flughafen Zürich bis Kloten. So laut, dass sie sogar die Leute in der Klotener Innenstadt hören können. Hallo, hallo, wir brauchen Kaffee. Und Prinzessin Spaghetti, die Person, die bei der Star Sucks 123 arbeitet, hört Bunny und antwortet, ja, hallo, hat jemand Kaffee gesagt? Und Bunny antwortet, ja, natürlich, ja, wir brauchen Kaffee. Dann kommt Prinzessin Spaghetti mit dem Raumschiff. Sie fliegt neben Bunny her. Dann gibt Bunny ihr ihre Kreditkarte zum Bezahlen und sie bezahlt für 3 Tassen Kaffee mit Bitcoin, natürlich. Ja? Erstaunlicherweise reicht Prinzessin Spaghetti die 3 Tassen Kaffee aus dem Fenster und Bunny nimmt die Kaffees. Sie nimmt die Kaffees, Bond sieht sich die 3 Tassen Kaffee an und fragt sie, kann ich bitte einen Kaffee haben? Aber Bunny sagt, nein, das geht nicht. Dann geht Bond in das Badezimmer der Mini-Giraffe und er weint zum ersten Mal in seinem Leben wegen des Mädchens. Ja, so ist es.